die Hand ins Feuer gelegt hätte, dass sie eigentlich überhaupt nicht empfänglich sind für bestimmte sehr problematische ideologische Blick auf diesen Konflikt, wo man teilweise echt auch schon antisemitische Sachen und sehr problematische Sachen hört. Und das, glaube ich, müssen wir uns klar machen als Gesamtgesellschaft. Weil ich hatte letztens mal, war eine Gesprächsrunde, wo auch ein muslimischer Verbandsvertreter auch anwesend war. Und er hat gesagt, dass er die Gemeinden besucht, seines Verbands, und sehr beobachtet, dass er eine, gerade jetzt so in den letzten 5, 6 Monaten, eine massive Entfremdung gerade bei jungen Menschen beobachten kann, von der Gesellschaft, von dem politischen, medialen Diskurs. Das sehe ich auch. Aber die Frage, die sich für mich stellt, ist, man hat natürlich auch als muslimischer Verband, als Moscheegemeinde, aber auch insgesamt als muslimische Community auch die Verantwortung, okay, was machen wir dagegen? Und auf der anderen Seite müssen wir auch als Gesamtgesellschaft, aber auch die Politik sich die Frage stellen, wie können wir diese Menschen noch erreichen? Verlieren wir den Kontakt zu diesen jungen Menschen? Ja, Sie sprechen das ja gerade an mit den sehr jungen Leuten. Ich habe vorhin den Fall aus Düsseldorf zitiert, 15, 16 Jahre alt. Wenn ich das richtig verstanden habe, Herr Reul, das ist jetzt nicht die große Ausnahmegeschichte. Nein, in letzter Zeit häuft sich das und deshalb bin ich auch unruhig. Und ist nicht wie weit gehen wir da runter, was das Alter angeht? Ja, den Jüngsten, den ich im Kopf habe, ist 13, glaube ich. Und was haben die im Kopf? Was ist, ja, wenn ich also das wenn wüsste, könnte ich das sagen, was wir machen müssen. Nee, ich meine jetzt, was haben die vor? Was ist die Idee, wenn ich sage, ja, wenn es um Terror geht? Ich kriege die Begriffe Terror und irgendwie einen 13-Jährigen oder eine 13-Jährige. Das kriege ich nicht zusammen. Ja, das ist unterschiedlich. Die einen, die sagen, wir wollen ausreisen und überlegen, wie sie es machen, chatten, treffen andere. Und die sagen, du kannst auch hier Gutes tun für die Sache, wenn du da in den Kampf mitziehen willst. Das kannst du auch hier machen. Eine Möglichkeit. Es gibt manchmal ganz konkrete... Ausreisen heißt wohin? Nach Syrien. Also okay. In Kampfgebiet, in Anführungsstrichen. Ja, ich verstehe. Um der guten Sache will. Das ist der andere Teil. Iran ist ja wieder ein anderes Thema. Also müssen wir aufpassen, dass wir nicht alles durcheinander werfen. Ich glaube, dass... Nee, mir geht es prinzipiell und generell um die Frage der Radikalisierung. Ist schon klar, dass es schiitisch und sunnitisch, das sind zwar unterschiedliche Dinge, aber die Frage der Radikalisierung, der Mechanismus, ist ja mehr oder weniger nicht... Ja, gleich oder ähnlich zumindest. Aber dann muss man es auch noch erweitern auf Deutsch. Es gibt, da sind auch Deutsche bei.